Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich mein Lederzeug putze. Und das in der Winteredition, weil ich im Winter mein Zeug weniger gründlich und ausführlich putze wie im Sommer. Hier habe ich schon meine Sachen bereit gemacht. Ihr seht meine Stiefel, mein Zäumchen, Sattelgurt und meine Putzbox, wo meine Sachen drin sind, die ich brauche. Plus hier ist schon ein Kessel mit Wasser und ein Tüchli. Als erstes werde ich den Sattel und allgemein das Lederzeug mit der Lederseife von Stüben putzen. Meine Sachen sind jetzt mit Lederseife verputzt. Das Zäumchen nicht, das fette ich meistens nur einfetten. Aber vor allem bei den Stiefeln sieht man gut den Unterschied, weil sie hier wirklich extrem dreckig waren. Wo ich sie schon länger geputzt habe und immer für ein Training gebraucht habe. Man sieht auch hier im Wasser, dass die Sachen sehr nötig hatten, dass man sie wieder mal putzt. Als nächstes und auch schon letzter Schritt wird das Zeug jetzt noch mit Bienenwachsleder balsam eingefettet. Im Winter tue ich grundsätzlich nur putzen und dann fetten, weil ich das Zeug erstens nicht so viel brauche zum Springen und zweitens ist es nur Training und nicht Konkurs. Ich werde euch im Sommer mal eine Routine zeigen, wie ich alles putze, jede Woche vor dem Turnier. Das ist dann schon ein bisschen ausführlicher und ich brauche auch alle die Sachen, die in der Sattelputzbox vorhanden sind.
bin jetzt fertig und die Sachen sind wieder alle schön sauber. Auch die Stiefel glänzen wieder. Und meine Stiefelhalter habe ich auch endlich wieder reingetan, was ich irgendwie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Das wäre es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. In diesem Sinne, tschüss und bis nächstes Mal.